Es ist mehr als nur eine symbolische Geste für Olaf Bodden. Das Trikot der Bundesliga Allstars, überreicht von Carsten Wettberg, lässt neue Hoffnung wachsen. Ihm zu Ehren kommen viele ehemalige Mit- und Gegenspieler ins 60er-Stadion. Als Unterstützung im Kampf gegen das chronische Fatigue-Syndrom. Ja, die Krankheit ist natürlich noch sehr wenig erforscht. In Amerika ist man ein Stück weiter. Da weiß man mittlerweile, dass die Viren und das zentrale Nervensystem das größte Problem sind. Dass da irgendwo die Virusabwehr nicht funktioniert in unserem Körper. Und da versuchen wir natürlich auch Geld zu sammeln, um an der Charité eventuell eine Studie machen zu können. Um auch wieder mehr Forschungsarbeit für alle CFS-Erkrankten machen zu können. Dank seiner Hilfe kommt es zur Neuauflage des Benefizspiels. Carsten Wettberg, der König von Giesing, stellt gemeinsam mit Bernhard Winkler die Teams zusammen. Bei so viel Unterstützung von ehemaligen Kollegen kann der Ex-Löwe sein Glück kaum glauben. Und dass dann solche Leute wie Sportfreunde Stiller kommen oder auch Rudi Völler, der ja, mit dem ich, wie gesagt, nie zusammengespielt habe. Aber wir haben immer ein ganz gutes Verhältnis gehabt, die haben ja oft gegeneinander gespielt und er ist ja auch sehr sozial eingestellt und deswegen ist das ganz toll, wer da alles kommt. Das machen wir alle gerne und ich hoffe einfach, dass es irgendwo eine Möglichkeit gibt oder ihm hilft, mit diesem Benefizspiel nochmal, dass er an der Berliner Charité, dass die da diese Studie anfangen und endlich etwas finden, dass es mit ihm wieder bergauf geht. Seit 3 Jahren zwingt ihn das chronische Fatigue-Syndrom in den Rollstuhl. Schon die kleinste Anstrengung hat verheerende Auswirkungen auf seinen Körper. Von Grippesymptomen bis hin zu unerträglichen Muskelschmerzen. Weil die Krankheit ist echt gruselig und Krebs, AIDS und solche Sachen, da ist viel Geld investiert worden, um dann irgendwann auch irgendwelche Waffen zu entwickeln. Aber bei unserer Erkrankung ist bisher in Deutschland überhaupt gar keine Forschung gemacht worden, im Ausland nur bedingt. Und wir wollen das natürlich versuchen zu forcieren mit solchen Aktionen. Die Hoffnung liegt ganz in der Forschung. Sind die Ursachen mittlerweile weitgehend bekannt, so liegt die Heilung von ME-CFS-Patienten in weiter Ferne. Was fehlt, ist Geld, um eine mögliche Studie an der Berliner Charité zu finanzieren. Wenn das gelinge, dass diese Zelltherapie durchgeführt würde, die große, wenn das Geld zusammenkäme, dann würden da, glaube ich, alleine in Deutschland etwa 300.000 Personen, die ein ähnliches Schicksal haben, davon profitieren. Ich glaube, man weiß mittlerweile relativ viel, wo das Problem ist. Man müsste jetzt nur genauer die Sachen untersuchen, wie man das dann auch eventuell beheben könnte. Und dafür hoffen diese drei auf möglichst viel Unterstützung beim Benefizspiel am 26. Mai. Denn nur zusammen sind sie stark, die Löwen.